Starten wir mit dem vierten und letzten Vortrag, bevor wir dann rausgehen zu den Brandmodellen. Mein Name ist Hannes Buchner von der Feuerwehr Bechernberg. Jetzt seit ungefähr, ich glaube 2011 bin ich zu dem Verein Ready for Fire dazugegangen. Und der Vortrag, den ich jetzt noch machen darf, heißt taktische Überlegungen in der Brandbekämpfung. So ein bisschen als Einstieg, passt da die Thematik dazu. Wie gesagt, 2008 ungefähr, habe ich so richtig angefangen, mich mit der Thematik Artenschutz zu beschäftigen. Habe da ein paar motivierte Kameraden gehabt bei mir daheim in der Feuerwehr. Uns hat das interessiert, wir haben sie weitergebildet, sind auch wie eben viele Kollegen von da nach Deutschland rausgefahren. Dann ist irgendwie die Zusammenarbeit mit Ready for Fire entstanden, wo ich dann dazugegangen bin. Und der Fokus war da eigentlich immer der Artenschutztrupp. Wie geht man vor, wie macht man das am besten, was kann man da verbessern und so weiter. Und damals, was mich eigentlich weniger interessiert hat, habe mich jetzt, sage ich mal, als reiner Artenschutzträger, als kleiner Feuerwehrmann nicht interessieren müssen. Wie schaut es denn eigentlich eine Ebene drüber aus? Was soll sich eigentlich bei so einer Aktion ein Gruppenkommandant, der Einsatzleiter denken? Das hat mich eigentlich relativ lang nicht interessiert. Mittlerweile ist es so, jetzt bin ich auch zweiter Kommandant, Stellvertreter und die Position lässt sich auf der Einsatzleiterliste leider nicht verschirmen. Jetzt bin ich es. Kann ich mir nicht aussuchen. Wenn ich bei den Ersten dabei bin, sitze ich vorne. Wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, am Anfang hat mir das nicht so gefallen, mittlerweile macht mir das aber auch Spaß. Weil da kann man richtig viel auch beeinflussen und richtig viel richtig machen, aber auch die eine oder andere Sachen natürlich verkehrt machen, wenn man sich nicht mit der Sache beschäftigt. Also um da nochmal zurückspringen, wir haben jetzt geredet Brandverlauf, das ganze Wissen, was ich brauche, über unsere Ausrüstung, das Vorgehen vom Trupp. Und jetzt reden wir ein bisschen über die taktische Geschichte. Die Themen da heißen jetzt der Faktor Zeit, da haben wir schon ein bisschen was gesehen, ein paar Videos ganz am Anfang zum Einstieg, wie lang braucht so eine Feier, bis es sich entwickelt, und da überlegen wir uns jetzt, was heißt das für unser Vorgehen, für die taktischen Entscheidungen, die wir treffen. Wir reden ein bisschen über Führung, Befehlsgebung, Entscheidungen, Kommunikation an der Einsatzstelle. Wir schneiden kurz das Thema an Standardeinsatzregeln und was uns das bringt. Vielleicht hat der eine oder andere da herinnen, ein paar in der Umgebung weiß es, die haben sich über die Sachen schon Gedanken gemacht. Den anderen geben wir Gedanken, Anstöße mit, wie sowas ausschauen kann und warum man sowas macht. Dann überlegen wir uns Außen- versus Innenangriff. Also der Christoph hat auch schon angeschnien, wenn ich die Chance habe, von draußen das zu erwischen, dann Außenangriff. Warum nicht? Sobald ich Chance habe, Wasser aufs Feuer, tue ich es. Da reden wir nachher noch drüber. Brandbekämpfung versus Personensuche. Da werden wir so über ein bisschen die taktische Entscheidung reden, die betrifft sowohl den, der den Befehl gibt und einschickt, wie auch mir als Trupp selber. Was mache ich zuerst? Was hat Priorität? Wie hängt das zusammen? Da steht der Begriff Mähdrescher-Paradoxon. Wer weiß, was ein Paradoxon ist? Also ist eigentlich ein anscheinlich falsche oder blödsinnige Behauptung. Wenn man sich aber genauer überlegt, kommt man vielleicht darauf, dass doch ein gewissen Wahrheitsgehalt ist, an der Geschichte dran ist. Werdet dann sehen, was ich meine, wenn wir an der Stelle im Vortrag sind. Und dann haben wir noch tragbare Leiter- und Anleiterbereitschaft. Das ist auch so ein Thema, die eigentlich ich entscheide als Gruppenkommandant, ob sowas gemacht wird oder nicht. Wenn ich es nicht anschaffe, ist es nicht da. Gut. Viele Sachen, die jetzt kommen, beruhen auf der einfachen Überlegung. Natürlich auch noch angemerkt, klar, viele Sachen, die ihr jetzt bis daher schon gehört habt und die euch auch ich jetzt erzählen will, wir reden da sehr viel, ich nenne es einmal von Extremsituationen. Also wir reden von einem Innenangriff, wo wir wirklich Verrauchung haben, wo wir im schlimmsten Fall eine brennende Rauchschicht haben und im noch schlechtesten Fall geht es da einmal wirklich um eine Personensuche. Wie viele haben wir herinnen, wie viele sind bei so einem Einsatz wirklich schon einmal dabei gewesen? Wer schon mal alarmiert, wo es wirklich ums Eingemachte gegangen ist? Eine Hand geht hoch, zwei, okay, ein paar. Ich habe einmal sowas gehabt, alarmiert, hat sich aber dann Gott sei Dank an der Einsatzstelle ausgestellt, war nicht so dramatisch, Lage war schnell unter Kontrolle und die Personen haben auch letztendlich dann einfach rausgehen können. Das heißt, wir reden da eigentlich vom Einsatzszenario, das uns relativ selten trifft. Das Problem ist, wenn es uns trifft, dann ist dem, der da drinnen ist, wurscht, ob da jetzt die kleine Dorffeuerwehr kommt mit dem LF, oder ob da Berufsfeuerwehr Wien mit einem ganzen Löschzug dasteht. Für den geht es ums Überleben. Und das
trainieren wir. Und dann zeigt er sich, ob ich in der Ausbildung was da habe oder nicht. Und da kennen wir sie leider, ich weiß, ab und zu ist schwierig, auch wenn man zum Beispiel mit kleineren Feuerwehren auf der Feuerwehrschule im Gruppenkommandanten Lehrgang sitzt, eine ganze Woche lang, und dann sitzt einer da, ja, wir haben nur 2-3 Einsätze im Jahr, für was mache ich das eigentlich? Das Problem letztendlich ist aber, wenn der Einsatz trifft, dann kann er genauso wenig aus wie der gerade in Dienst befindliche Kommandant vom Löschzug von der BF Wien. Dann hat er es, dann ist es und dann muss er tun. Genauso wie für den einzelnen Artenschutzträger. Ich kann natürlich sagen, nach der Grundeinschulung Artenschutzgeräteträger, Ausbildung, die ich machen muss, habe ich abgeschlossen. Und dann schauen wir einfach mal, was kommt. Wenn ich aber dann letztendlich der eine bin, also irgend so eine deutsche Statistik gibt es da, wie viel das wirklich trifft, von den ganzen ausgebildeten Feuerwehrmannen, wer wirklich einmal so einen Einsatz erlebt in seiner Karriere, wenn ich der bin, na ja, dann zeigt es sich, was ich da habe vorher. Gut, jetzt die Frage an euch, wie viel Zeit haben wir mit der Information, die ihr jetzt auch schon ein bisschen gesehen habt. Wir kommen dort hin, DLF bleibt stehen vor dem Haus, Gruppenkommandant steigt aus, wie viel Zeit bleibt, da ist einer drinnen. Schätzung. Im schlimmsten Fall, wenn wir gesehen haben, das erste Video auch, nach 3 Minuten vollbrannt, wenn der da drinnen ist, schaut schon schlecht aus, ja. Okay. Genau, ja. Kommt nachher noch eine Folie dazu. Das heißt, in dem schlimmsten Fall, wie wir vorher gesehen haben, Feuer hat genug Sauerstoff, die Person, weiß ich nicht, schläft da drinnen, kriegt es gar nicht mit, dass zum Brennen anfängt, wird dann bewusstlos, in weiterer Folge kann sich nicht mehr retten, verbrennt, erledigt. Also da, den Fall, da können wir sowieso auch nichts machen. Ist aber auch eine taktische Überlegung wert, dann wieder, wenn wir darüber reden, wie viel Risiko geht noch ein, um in so einem Fall vielleicht wen auszuholen. Und wenn ich das sehe von außen vollbrannt, das ist erledigt, das Zimmer, das kann ich auch schreiben. Gut. Ein weiterer Gedankenansatz zu dem Thema, wie viel Zeit haben wir, also die Phase von Entstehungsbrand bis Vollbrand haben wir schon gesehen, also dann wirklich Feuer natürlich, bringt uns um. Die Gedanken auch noch, der Christoph hat am Anfang ein bisschen besprochen, was ist denn in dem Brandrauch, wo ist so drinnen an Problemstoffen, die gefährlich, giftig sind für Menschen. Da gibt es auch Studien dazu natürlich, da ist jetzt auf der linken Seite, sehen wir zum Beispiel Sauerstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, die drei Werte hat man sich angeschaut und hat gemessen bei einem Wohnzimmerbrand, also Versuchsaufbau, wie verhält sich das, was entstehen da für Gase und ab wann wird es bedenklich. Zum Thema Sauerstoff, das heißt, wenn wir unter 12 Volumps Prozent haben, dann kann es schon zu einer Sauerstoffmangelkrankheit kommen. Wenn man weniger wie 3 Volumps Prozent für eine gewisse Zeit hat, dann kommt es zum Erstickungstod. Und bei dem Versuch hat man eben da gesagt, weniger wie in dem Bereich, sagen wir mal, von 3 Volumps Prozent bei so einem Wohnungsbrand, bei so einem Wohnzimmer, ist man schon nach 4 Minuten. Da sind aber wir, wie du richtig gesagt hast, noch nicht alle. Vielleicht sind wir schon auf der Anfahrt, wenn wir gut sind, wenn das alles super gerannt ist. Ja. Wie gesagt, wir reden aber jetzt auch davon, die Person ist jetzt in dem Raum, also ich bin da herin und da brennt es und aus irgendeinem Grund kann ich oder gehe ich nicht raus. Die Chancen steigen natürlich, wenn der in einem anderen Raum ist. Vielleicht geschützt durch ein Tier, die dazwischen ist und so weiter. Kohlendioxid, da ist auch so ein MAC-Wert angegeben, also die maximale Konzentration, die in einem Arbeitsplatz erlaubt ist, ist da bei 5000 Parts per Million. Dann steht da 120.000 bis 150.000 Parts per Million nach wenigen Minuten Bewusstlosigkeit. Und dann haben wir da herum wieder, was haben sie gemessen bei dem Versuch? Also in dem Bereich 120.000 waren schon nach 3 Minuten überschritten. Dann haben wir noch Kohlenmonoxid. Da nehme ich jetzt auch nur den unteren Wert da, also bei 12.000 ppm tot nach 5 Minuten, wenn ich in so einer Umgebung bin. Und in dem Bereich von 12.000 ppm waren es auch noch 3 Minuten bei dem Versuch. So, also so viel aus Gedankenanstoß zu dem Thema, wie viel Zeit haben wir. Da wäre jetzt, wir haben jetzt Zeit, ich lasse kurz runterrennen, nur ein kurzer Gedankenanstoß. Da ist in Amerika, läuft da gerade eine große Kampagne, die heißt Close the Door, also mach die Tür zu, bevor du ins Bett gehst. Wir haben jetzt leider keinen Ton. Wenn das wäre, die ganze Geschichte heißt Close the Door. Ich glaube, da gibt es eine eigene Seite, .org oder so.
Also da gibt es ein paar witzige Videos und da gibt es ein paar echt interessante Brandversuchsvideos, wo es hergängen in einem Raum, also in einer möblierten Wohnung, Feuer setzen. Und dann haben sie Räume, wo, also zwei Schlafzimmer, ein Gang, zu einem Schlafzimmer ist die Tür offen, zum anderen ist zu. Und dann mit den Werten, die wir da jetzt gesehen haben, also wo, wann sich der Rauch entsprechend schnell ausbreiten kann, wie viel Zeit bleibt uns dann, ist die Überlegung, um da jemanden auszuholen. Natürlich hat der, wo ich ein Tier dazwischen habe, eine höhere Überlebenschance. Aber umso mehr Zeit vergeht, umso schlechter die Bedingungen wären, umso weniger Chance habe ich da, wenn lebend auszuholen. Das ist eben die Botschaft. Wie gesagt, wir wollten da ein Video rein, da, wo man die zwei Räume sieht, das haben wir noch nicht gehabt. Jetzt das, aber der Hinweis, sucht einmal nach dem, Hausaufgabe für heute am Abend, sucht das, sind ein paar witzige Videos drin und ganz interessant zum Anschauen. Gut, das hast du jetzt schon angesprochen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, den Brand muss man jetzt erst wer bemerken. So, dann wird ein Notruf angesetzt, wir werden alarmiert. Ist dort schon eine Zeit vergangen, sagen wir mal 5 Minuten. Wir müssen ausrücken, je nach Anfahrtszeit ist da angenommen worden 8 Minuten. So, und jetzt starten wir unsere Erkundung, unseren Angriff. Das heißt, für so ein Worst-Case-Szenario, wie wir jetzt gesehen haben, wo nach 3 Minuten schon die Maximalkonzentration erreicht ist, ist eh schon eigentlich zu spät. Wenn wir davon ausgehen, der war vielleicht geschützt durch ein Tier, hat noch nicht so viel angerückt, dann einmal Hausnummer, nehmen wir an, so 4-5 Minuten haben wir jetzt noch, dass wir den da rausholen. Einmal mehr, einmal weniger. So diese Überlegung da, das hat auch damit zu tun, Anfahrt, Ausrückezeiten, so diese 10 Minuten, so diese Hilfsfrist, wenn das einmal wer gehört hat. Grundlage für das ist eigentlich eine andere Studie, die Orbit-Studie, nur die ist 60 Jahre alt. Und wenn ihr euch jetzt zurückerinnert an das Video, das ganz am Anfang gesehen habt, dann muss man da umdenken, weil das wird in vielen Fällen eigentlich schon viel Zeit vergangen sein, um eben da noch eine realistische Chance zu haben. So, was ich aber letztendlich aussehen will, wenn wir sich das jetzt so durchüberlegen, und ich sage jetzt, 5 Minuten bleiben wir uns. Wer hat mit seiner Mannschaft, wenn es jetzt heißt, im schlimmsten Fall Montag, 10 Uhr Vormittag, ich werde zu sowas gerufen, komm dort hin, wer hat in 5 Minuten erkannt, Atemschutztrupp ausgerüstet, Löschleitung aufgebaut, reingeschickt, Person geschnappt, rausgeholt. 5 Minuten. Hand hoch, wer traut sich das zu? Okay, aber woran scheitert es? Woran scheitert es? Glaubt ihr, dass es möglich ist? Okay, schauen wir, ob ich ein paar Ideen habe, wie sich das ausgeht. Es geht theoretisch, würde nicht immer gehen. Ein Thema, das ein ganz wichtiges ist, wo wir da jetzt reinspielen, ein ganz einfaches, sage ich mal, ist Führung. Führen in zeitkritische Einsätze. Das weiß ich von mir auch daheim. Das ist ein Thema, das ist schwierig zu schulen, ist vielleicht auch nicht immer interessant, wenn man denen Leuten schwierig vermitteln kann, für was das gut ist. Wir haben eine Zeit lang das Problem gehabt, die Leute sind Feuerwehrschule gefahren, haben einen Gruppenkommandantenlehrgang gemacht, haben dort gelernt, Führungsbefehlsschema, wie man das so macht, jetzt heißt es ja LED, sagt wem schon mal was, wie gibt man einen Befehl, Ziel, Weg, Mittel, solche Sachen, haben sie dort gelernt und dann haben sie eigentlich, wenn man es dann gefragt hat, ja, brauchen wir ja nicht. Und richtig, in 90% wahrscheinlich von der Einsätze, von wo man Ölspur binden dann und Auto aus dem Chrom rausziehen, spielt das keinen Walzer, ob der da jetzt eine vernünftige Befehlsgebung, eine vernünftige Führung macht oder nicht. Das hat nicht wirklich eine Auswirkung, da passiert nichts. Wenn es jetzt aber um Zeit geht und dort geht einer hin zum Auto und sagt, ja, da vorne brennt es, wir müssen löschen, wir müssen da einen rausholen und dann steigen alle aus und jeder tut irgendwas, dann tut jeder irgendwas, ja, jedes Feuer geht aus, jede Situation ist irgendwann gelöst. Nur, ob ich dann wirklich entsprechend schnell und dem noch helfen kann, das bezweifelt ich dann.
Und für das muss man denen Leuten klar machen, brauche ich dieses Werkzeug Führung, Befehlsgebung, da muss ich es kennen, da macht es einen Unterschied. Wie im Anfang eben auch schon gesagt habe, wir trainieren oft, wir schicken unsere Artenschutzträger auf Fortbildungen, auf Lehrgänge, die gehen in Brandcontainer, die sind gut. Nur wie oft trainierten unsere Führungsleute? Wie viele Fortbildungen gibt es denn für Führungskräfte? Gibt es auch immer wieder Fortbildungen zu verschiedenen Themen, wo man aber meistens dann auch wieder über Technik hört, aber selten hat man die Gelegenheit, irgendwo führen zu trainieren. Da habe ich da ganz unten auch aufgeschrieben, ich komme ab und zu auch um und um ein paar Einsatzübungen. Was passiert denn meistens? Was tun wir meistens? Wir haben einen Übungsverantwortlichen und was ist der dann meistens auch gleichzeitig? Der ist der Einsatzleiter, der weiß schon genau, was kommt, was rennt und so läuft es dann. Aber selten werden Übungen gemacht, also ich hoffe, vielleicht sind ein paar dabei, die das Problem schon erkannt haben. Überlegt euch das, macht das. Ihr müsst die Leute ab und zu ins kalte Wasser schmeißen und die vor Situationen stellen, weil so haben sie es im Einsatz auch. Gut, und dann eben noch, passt das Know-how, also wie gesagt, auch bei mir daheim und wahrscheinlich in vielen Feuerwehren, lange Zeit ist viel Wert drauf gelegen, Artenschutzträger ausbilden. Die haben viel Know-how, die lernen viel auf die Lehrgänge, wie man jetzt neu vorgeht. Wir haben schon viel gesehen, Türöffnung und dergleichen, aber haben auch unsere Führungskräfte auf dem Stand. Wissen die, was die kennen? Und umgekehrt. So, eine Geschichte, das haben wir jetzt nicht vorbereitet. Ein B-Schlauch, kann man schnell bei einem B-Schlauch holen? Danke, sitzt ihr wieder nieder? Passt schon, bleibt da. Passt, wir machen das anders. Du gehst jetzt oben, unten steht das DLF von der Feuerwehr Höbenbach, da ist ein B-Schlauch beifahrerseitig drinnen, den holst du mir. Geht schon. Geht schon, rein! Okay. Okay, darfst du da bleiben. Darfst du da bleiben. Gut. Kurzer Einwurf und Gedankenanstoß zu dem Thema Führung. In welcher von den zwei Situationen habe ich geführt? Ja, glaube ich, ganz klar. Und was ich aber oft und leider immer noch bei mir das Problem habe, ab und zu bei gewissen Einsätzen, wie gesagt, bei der Ölspur ist es wurscht, bei so einem Einsatz dann eher nicht, wenn einer hinten die Tür aufmacht beim Mannschaftsraum und sagt genauso einen schwammigen Befehl wie, ja, da vorne brennt es, wir müssen eine Löschleitung aufbauen, geht es mal aussichern und bla bla bla. Die Inhalte passen ja, aber was passiert dann? Die Leute, die wissen, was zum Tun ist, ja, die tun was. Die, was vielleicht gerade frisch dabei sind, die wissen gar nicht, was jetzt geschieht. Und ich als Gruppenkommandant gebe eigentlich komplett die Führung an. Genau. Und wie gesagt, in sehr vielen Situationen ist es wurscht, aber wenn es darauf ankommt, wenn es schnell gehen muss, dann sollte ich möglichst wirklich auch führen und nicht passieren lassen. Gut, wie kann man sowas üben? Planspiele. Zum Beispiel zum Anfangen, denen Leuten ein bisschen so Situationen stellen, also diese Idee, einfach so ein Spieldeckel auflegen, ein paar Matchbox-Autos dazu, ein paar Feuerwehrauto dazu, vielleicht ein paar Ausrüstungsgegenstände, damit man die Lage halt ein bisschen, damit sie einfach eine vernünftige Befehlsgebung lernen, damit sie lernen, auch als Gruppenkommandant sie Aussicht halten, ist immer nämlich sogar bei sowas ganz witzig. Wenn man sowas macht und sagst, du bist Gruppenkommandant, du greifst nichts an. Trotzdem greift immer wieder jeder selber hin und möchte die Matchbox-Autos verstehen. Und möchte auch selber. Und genau das Problem haben wir im Einsatz auch draußen. Wurscht jetzt beim Einsatz, speziell beim Brandeinsatz, wissen wir dann immer die Gruppenkommandanten, die was dann ohne Artenschutzgerät am liebsten mit dem Artenschutztrupp mit reingängen. Beim Verkehrsunfall, die Gruppenkommandanten, die am liebsten selber einen Spreizer in der Hand haben, das ist nicht mein Job. Und das müssen die Leute lernen. Eine Idee, wie man einer das einfach zeigen kann und nachher eine Einsatzübung und einer das in der Praxis weiter zeigen. Eine Idee. Standard-Einsatzregeln. Wer hat denn sowas? Hand hoch. Okay? Wer weiß denn, was ist das? Oder um was geht es da? Wer kann das in ein paar kurze Worte erklären? Optimierter Ablauf, ja. Ja, also es ist standardisiert, unter Anführungszeichen, es ist angesprochen, es ist definiert, was passiert. Und die Leute, was beteiligt sind,
wissen im Prinzip, was du. Ich behaupte jetzt einmal ein ganz einfaches Beispiel: Wer macht Einsatzprüfung, Löscheinsatz? Okay, sind auch ein paar dabei. Wer rennt Bewerbsgruppen, die Löschgruppe? Oder wer hat zumindest in der Feuerwehr Bewerbsgruppen? Was ist denn im Prinzip die Löschgruppe? Da definiere ich genau für einen standardisierten Löschangriff, wer was zum Tun hat. Aber Einsatz, wie heißt es? Einsatzprüfung, Löscheinsatz. Da sind auch vorgegeben, wer hat was zum Tun. Die Feuerwehren machen das. Die Feuerwehren haben Bewerbsgruppen, wo es um Sekunden rittern. Warum probieren wir das nicht für das, was wir im Einsatz machen? Oder warum probiere ich nicht das, was ich mir eh da mühsam anlernen, um so eine Leistungsprüfung zu bestehen, warum arbeite ich dann im Einsatz nicht so? Richtig. Aber würde... Aber ich behaupte jetzt Folgendes. Ist das jetzt nicht ein Widerspruch in sich? Weil wenn ich das definiere und so ist, dann wissen eigentlich alle Leute, wenn ich sage, so da mal beim Einsatz, dann wissen alle in dem Moment, wo wir ausfahren, auf was sie sich einstellen. Wenn ich nicht gar nichts sowas habe, dann kommt es darauf an, ist halt der Sepp, der Karl oder der Simon, der Gruppenkommandant. Der eine schafft dann Tatzin HD ober, der andere sagt, stützt einen Verteiler auf und zwei C-Schleich. Und der andere sagt, wer es halt einschätzen traut, geht es mit der Kübelspritzen vor. Kann alle drei Varianten können richtig und zielführend sein. Das Problem ist, dann habe ich genau das, was du sagst, die Mannschaft weiß nie, da man halt so. Und keiner kann sich darauf einstellen. Wenn ich das definieren würde und immer so ausbüht, dann wissen eigentlich alle in dem Moment, wo wir ausfahren, auf was sie sich einstellen müssen und was zum Richten ist. Also das wäre eigentlich der Gedanke. Wie gesagt, ich weiß, es ist schwer zum Umsetzen. Also bei uns, bei mir haben wir auch die ersten Ideen für sowas waren 2008 da. Es greift, es funktioniert, aber es gibt immer wieder Ausreißer, wo man halt Augen zudrückt, wo einer sagt, nein, interessiert mich nicht, mache ich nicht. Das kostet Kraft und Zeit und Nerven, sowas machen. Aber wir haben schon Einsätze gehabt auch dann, wo man wirklich sieht, hey, wenn das reinert wird, das muss zuerst einmal herbringen. Also mit einfach nur Chaos und Dama, wie es jetzt gerade passt, weil die Sonne halt gerade ein bisschen weiter, weiß ich nicht, nördlich steht, da mal halt so. Wenn es wirklich ums Eingemachte geht, werde ich wahrscheinlich da einen Wirbel reinbringen, wenn ich sowas nicht habe. Wie gesagt, Gedankenanstoß. Idee dahinter ist eben, ich habe einheitliche Abläufe und eine einheitliche Ausbildung. Ich habe ein einheitliches Vorgehen. Wie gesagt, wurscht, wer halt da ist, wer halt anschafft. Alle wissen, auf was sie sich einstimmen müssen. Ich habe eine irrsinnige Zeitersparnis. Also da ist das Thema, ich werde nachher ein paar Beispiele herzeigen, wenn ich gewisse Handgriffe definiere und wie man auf dem Bügel da auch sieht, ich nehme auch nicht den, wir haben das bei uns daheim so gehandhabt, wir haben eine Standardeinsatzregel für Brandbekämpfung erstellt, die beruht auf einem Mannschaftsstand von 1:4. Ein Maschinist, ein Gruppenkommandant, drei Attenschutzträger. Warum? Weil ich im schlimmsten Fall am Montag, 10 Uhr Vormittag, vielleicht nicht einmal das habe. Und dann muss der Attenschutztrupp sich die Schlauchleitung selber aufbauen. Da kann er gar nicht aus. Und wenn ich ihm das immer schon von Anfang an so eintrühe, dann wird er das auch, wenn ich natürlich heute nicht Leute bin, ja, dann teile ich mir das auf. Aber im schlimmsten Fall lerne ich einer das so, dass das so auch funktioniert. Und wenn ich die Handgriffe definiere, dann kommt man in einen Bereich, muss man natürlich auch immer wieder wiederholen und wiederholen. Wir machen das hin und wieder bei Übungen mehrmals, also treffen wir uns am Tag und dann machen wir mehrmals am Tag das Service-Szenario. Immer wieder Brandeinsatz, Menschenrettung. Wenn Sie das erste Mal machen an dem Tag, brauchen Sie 12, 13 Minuten und bei der letzten, bei der vierten Übung kommen Sie wirklich in den Bereich, aber 5 Minuten, sage ich jetzt einmal, Hausnummer, das geht. Aber die müssen halt eingespielt haben, die Handgriffe. Also es ist nicht unmöglich. Und mit sowas kommt man da hin. Kurzer ein paar Gedankenanstöße, ich gehe nicht im Detail drauf ein, wie kann sowas ausschauen. Wie gesagt, man kann das zum Beispiel auf Basis von so einer die Löschgruppe im Einsatz, wenn ich das sowieso mache, vielleicht kann man das so zurechtbiegen, dass man das auch im Einsatz anwenden kann, wenn die Leute schon jetzt ja das Abzeichen machen. Da ist jetzt die Variante von der Feuerwehr Krems, ist das öffentlich aber zugänglich? Okay. Die definieren eben auch da,
Was hat die erste eintreffende Mannschaft zum Tun? Da gibt es einen Atemschutztrupp, einen Wassertrupp. Welche Gerätschaften haben die vorzubereiten? Da gibt es auch dann, wird noch unterschieden, weil die halt betroffen sind, höhere Gebäude. Was ist anders ab dem fünften Stockwerk? Aufgaben, was hat das zweite Auto zum Tun? Welche Gerätschaften müssen da die Leute vortragen? Also einfach diesen Niederschreiben definieren und einfach einmal anfangen, immer noch ein selben Schema ausbilden. Dann haben wir da noch eine Variante, relativ einfach aufzeichnet von der Feuerwehr Großstetten. AD definieren, was hat das erste Auto für eine Aufgabe, wo werden die Löschleitungen weggenommen. Zweites Auto da zum Beispiel soll das erste dann versorgen. Der Rettungstrupp wird quasi gestellt, beziehungsweise die zweite Leitung. Dann sieht man schön in Bildform auch dargestellt, was hat der Atemschutztrupp zum Mitnehmen. Also einfach nur als Gedankenanstoß. Es gibt da x Seiten im Internet, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wenn ihr sowas noch nicht habt, lest euch das einfach einmal durch, ob das interessant sein könnte für euch. Ja. Ist auch eine gute Idee, ja, weil das geht natürlich, wie viele Übungen haben wir, ich kann mich natürlich nicht das ganze Jahr über nur mit dem Thema Brandbekämpfung und Innenangriff, war unverhältnismäßig, kann nicht jede Woche eine Übung machen. Das ist einfach, also ich finde das super dargestellt, auf der Anfahrt, wenn ich das Büro mir gegenüber habe, was habe ich zum Mitnehmen, denke an die Geschichte nochmal und in dem Moment, wo es heißt, so, wir sind da, aussteigen, das und das ist zum Tun, fängt das Radl ins Rennen an. Und das, glaube der Punkt ist eher vorher drauf gestanden, wenn ich sowas habe, in Kombination mit einem, der führen kann, was glaubt ihr, was die Mannschaft für eine Handlungssicherheit hat? Glaubt ihr, wenn ich so ein Schema habe, die Leute wissen, was zum Tun ist, und ich gehe mit so einer Ding rein und sage, das, was zum Tun dort und da, dass dann noch wer unsicher ist in so einer Situation? Also klar, wenn sie mich das erste Mal zu so einem Einsatz alarmieren, da wird an jeden das Clubball gehen, sage ich mal. Aber mit sowas bringe ich eine Routine, einen Standard rein und vielleicht dauert es 30 Sekunden, aber wenn die Leute sehen, sie machen einen routinierten Handgriffe, das fängt zum Rennen an, die Leitung liegt, auf einmal wird es geehrt. Und dann kann man auch so einen Einsatz nicht aus dem Konzept bringen. Gut, soviel zum Thema Standardeinsatzregeln. Jetzt das Thema, was vielleicht aus den vorhergehenden Vorträgen auch schon ein wenig gekommen ist, Außenangriff und Innenangriff. Wann, was, warum, wieso? Da hat es eine Zeit lang hat's einmal die Meinung gegeben, beziehungsweise hat es also eine Front gegeben. Die einen haben gesagt, ja, immer Innenangriff um jeden Preis. Die anderen haben gesagt, ja, immer sofort Atemschutz ausrüsten, sofort Innenangriff. Die anderen haben gesagt, Außenangriff. So, jetzt hat man mittlerweile sich das angeschaut, hat versucht, wir haben vorher schon viele Versuchsvideos gesehen. 2012 hat man da mal eine große Versuchsreihe gemacht in New York. Da kann man auch suchen, wenn einen das interessiert, so diese Governors Island Versuche. Da findet man, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile gibt es das auch schon auf Deutsch übersetzt. Eine riesen Wissensplattform zu dem Thema Atemschutz. Und da sieht man eben auch diese Versuche, also 20 identische Wohngebäude, haben es dort befeuert und haben immer wieder Feuerwehrleute zur Brandbekämpfung eingeschickt. Haben da drinnen Messungen gemacht, haben Temperatur, Gaskonzentrationen gemessen, Video überwacht mit Wärmebildkameras, einfach um wirklich wissenschaftliche Daten zu kriegen, was ist denn wirklich gescheit und nicht was tun, weil wir halt geglaubt haben oder weil wir es halt öbisch also gemacht haben, sondern dass man wirklich irgendwie auch in eine Richtung geht, was macht wirklich Sinn und was kann ich auch mit Zahlen belegen. Was hat sich dort gezeigt? Also kurz, das ist ungefähr so ein Skizzen von dem Gebäude. Man sieht da diese Front quasi, das ist auch das, also da war das schon voll ausgedehnter Brand. Da mit Köller, Stirnhaus. Um was es ihnen gegangen ist, sie wollten ergründen, ist es gescheit, wenn ich die Chance habe, am Anfang gleich einmal einen Außenangriff starten und dann erst den Innenangriff. Und was haben im Prinzip bei jedem Versuch hat es funktioniert? Sie haben quasi am Anfang Außenangriff gestartet, also einfach da einmal rein, mit dem Rohr, Außenangriff. Und was, dann hat man sich angeschaut, wie verhalten sich die Temperaturen da drinnen. Und irgendwie eigentlich ja eh logisch, in alle Bereiche, also wo haben wir da Wohnzimmer vorn, also da nahe des Brandes,
innerhalb von 40 Sekunden von 840 Grad Deckentemperatur auf 454. Im Wohnzimmer da hinten von 650 auf 150 Grad. Stirn unten fast 600 Grad auf 150 Grad. Oberer Bereich da von 350 Hausnummer auf 120 Grad. Also es hat sich eigentlich in alle Bereiche verbessert. Nur durch das, dass ich da ein bisschen Wasser reingebracht habe und sie haben es nicht einmal direkt getroffen, ist Feuer. Einfach nur durch die Tatsache, sie haben die Chance, da ist eine Öffnung, ich kann durch das in Richtung des Feuers Wasser angeben. Das haben sie gemacht, Bedingungen haben sie verbessert und im zweiten Schritt ist der Artenschutztrupp eingegangen zur Innenbrandbekämpfung. Man sieht, da jetzt ein kurzes Video, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird. Also das ist ein Beispiel aus London von der Feuerwehr. Das heißt eigentlich, perfekte Situation für sowas. Wir haben ein Feuer, das von außen erreichbar ist. In dem Fall leider sogar schon in der, im Vollbrand da oben. Der erste Trupp wird da jetzt gleich kommen, also das erste Auto wird gleich kommen. Und die machen genau das. Schnellangriffseinrichtung, C außer, Rohr auf und sofort Wasser da rauf. Sieht man dann am Video nicht mehr. Und im zweiten Zug riecht sie der zweite Trupp, seine Leitung für da unten und geht rein. Also da sind jetzt gleich, die sind gleich ausgestiegen, Rohr und der Angriff startet schon. So, und dabei die das machen, riecht sich da im Hintergrund der zweite Trupp und der geht dann da rein. Das sieht man jetzt auf dem Video nicht mehr. Ist eigentlich aus der Überlegung außer, sagt man ja eh klar. Aber ist in letzter Zeit von vielen nicht so gehandhabt worden. Und man findet da genug Videos, wo man den Trupp schon drinnen sieht, draußen genau die Situation, teilweise ein Fenster, wo es außerbrennt, aber es tut keiner was. Also wie gesagt, einfache, banale Sachen. Nur man muss sich dessen bewusst sein, dass man das machen kann und dass man es machen sollte. Also ist eben im vorigen Vortrag auch schon mal angesprochen, wenn es immer irgendwie möglich ist, das Nasse ins Heiße. Sobald ich eine Chance habe, aufs Feuer, auf den Brandherd, dann tue ich es. Ob aus Artenschutztrupp oder von außen. Was natürlich wichtig ist, Rohr kann man auch wieder zumachen, haben wir auch schon gehört. Das heißt, Sprühimpuls rein durchs Fenster. Und dann, wenn ich sehe, okay, das fällt zusammen, so wie in dem, dann mache ich das Rohr wieder zu. Das nächste ist natürlich, wenn der Trupp drinnen ist, dann darf ich natürlich auch nicht einfach beim Fenster. Aber ich sage einmal so, gerade in der Phase ist das perfekt. Der Trupp ist noch nicht drinnen, ich habe die Chance, dass ich es erwische. Schnell ein Rohr rausgezogen, Rohr auf, eine beim Fenster, habe ich das schon geschwächt. Und ich kaufe mir Zeit dadurch. Also so wie man es jetzt vorher gesehen hat bei der Standardeinsatzregel von der Feuerwehr Krems, die haben das auch definiert, es gibt einen Bereich innen, es gibt einen Bereich außen. Also ob es da wirklich ein Patentrezept gibt, kommt halt dann auch darauf an, wie viele taktische Einheiten sind schon an der Stelle. Wichtig ist, das sollte natürlich im Vorhinein vielleicht einmal durchgespült sein und angesprochen sein. Wer ist für was verantwortlich? Und natürlich gilt genauso wie bei der Ventilation, wenn ich sowas machen will, auf jeden Fall immer mit den Einheiten drinnen auch sprechen. Wenn ich dir sage, stopp, es geht jetzt nicht rein und die sitzen vielleicht im Stirnhaus, weil es bleibt jetzt da sitzen, wir machen zuerst einen Außenangriff und wir geben euch das Go, sobald wir fertig sind und dann geht es rein. Kommunikation ist das um und auf in der ganzen Thematik. Gut, jetzt haben wir die zwei Themen, Innenangriff, Außenangriff, Menschenrettung und Personensuche. Also jetzt stellen wir sie nochmal gedanklich vor. Das Büro haben wir halt auch schon mal gehabt, wo wir darüber geredet haben, Rauchgaskühlung, ja oder nein. Jetzt stelle ich an euch die Frage, ihr als Gruppenkommandant müsst da jetzt einen Trupp schicken, vermutlich wird auch eine Person vermisst. Wie lautet euch ein Angriffsbefehl? Was schafft ihr denn an? Ja. Okay. Ja, wenn ich mehr Informationen hätte, natürlich.
Richtung vorgeben ist auch gut noch dazu, ja. Was ich mir noch überlegt auch, wer ist für jeden klar, er schickt den suchen. Überlegt auch wer was anderes. Bitte? Löschleitung haben wir gesagt, nehmen wir sowieso mit, ja. So, jetzt haben wir mal ganz was anderes. Wer kennt denn das? Glaube ich, kennt ja jeder, oder? Jetzt gehen wir mal weg aus der Feuerwehrwelt. Folgendes Beispiel: Maisfeld, Mähdrescher, und da ist jetzt im schlimmsten Fall, ist euch ein Kind oder Katz, Hund, was euch auch immer am Herzen liegt, ist da drin in dem Maisfeld. So, und jetzt startet der Bauer in Mähdrescher, kommt und fängt da das Feld zum Mixen an. Was tat's? Darat wer suchen, Renner? Also das Einfachste und wahrscheinlich Zielführende ist einmal Mähdrescher anstellen, weil dann habe ich was? Dann habe ich alle Zeit der Welt. So. Ja. Also wie gesagt, die Aussage ist jetzt kein hundertprozentiges Schwarz und Weiß. Je nachdem, wie viele Informationen kriege ich vielleicht, dass da wirklich wer ist und wo er ist. Wir reden jetzt auch nicht über sofort sichtbare Personen auf einem Fenster, die ich über Latern retten kann. Was ich euch mitgeben will, und was auch immer nämlich interessant ist, diese aus dem Affekt außer sagen nämlich wahrscheinlich 90%, aber uns auf der Anlage stellen wir die Frage immer, dem Trupp, also eigentlich nicht den Führungskräften, was macht es zuerst? Und auch wenn wir es ohne Kommentar reinschicken, die meisten fangen zum Suchen an. Obwohl sie wüssten, weil sie waren ja schon einmal drin in so einer Anlage, sie wissen, wo es Feuer ist und wie sie hinkommen. Aber sie gehen nicht hin. Sie gehen suchen. So, in unserer Containeranlage kann nichts passieren. Weil, wo ist der Stall? Es ist nur dort der Brandgut, wo wir bestimmen, dass es ist. Dazwischen sind alle Tieren aus Metall. Das kann sich nicht ausbreiten. Was haben wir jetzt für ein Problem in der Wohnung? Mhm. Ja, so, und jetzt nehmen wir an, wir haben da einen unterventilierten Brand, wir kommen aus Feuerwehr, so, wir haben geredet, wir schaffen jetzt die Öffnung. Wie viel Zeit wird vergehen, wenn das wirklich eine Form Sauerstoff kriegt, Luft kriegt, bis gefährlich wird? Also waren wir wieder so in dem Bereich 1, 2, 3 Minuten. Das heißt, wenn wir da reingehen, nichts dann, wie man gesagt, keine Rauchgaskühlung und den Brand nicht bekämpfen, dann wird es einmal grundsätzlich für uns schlechter und immer gefährlicher. Und da ist immer ganz interessant, dann auch auf das Thema Atemschutzunfälle zu verweisen. Wenn sich mit dem Thema einmal beschäftigt, da gibt es so Seiten wie Atemschutzunfälle, EU.de und so weiter, wo relativ viele Unfälle dokumentiert sind. Und lest euch 2, 3 durch und dann wird es relativ schnell feststellen, die Story ist immer die gleiche. Also bis zu einem gewissen Grad, es ist immer dann eine Verkettung von Ereignissen. Meistens banale Sachen, die wir heute schon gehört haben im Laufe des Tages. Keine gescheite Schutzausrüstung, kein Wasser am Rohr und so weiter. Es wird keine Rauchgaskühlung gemacht. Und so wie die Einsätze beschrieben worden, was auch immer so ein Knackpunkt ist, so nach 4, 5 Minuten beschreiben die Trupps dann so, ja, es ist heiß geworden, wir haben nichts mehr gesehen, der Rauch ist immer dichter geworden und auf einmal das schlagartige Ereignis, Rauchgasdurchzündung, dann haben alle die Schlauchleitung liegen lassen, waren in alle möglichen Richtungen dahin, im schlimmsten Fall hat einer nicht mehr rausgefunden und wir haben einen Toten. Also keine Rauchgaskühlung, nichts gegen das Feuer da, nur gesucht, wo auch vorher mehr gestanden ist unter Stress, Personensuche ist mir als Auftrag gegeben worden, ich beschäftige mich nicht mit Feuer, sondern suche nur an. Ich brauche ewig lang, bis ich mich davor kämpfe, weil ich vielleicht nicht gescheit angesprochen bin im Trupp, weil ich das noch nie probiert habe. Und dann kommt es aufgrund Verkettung derer ungünstigen Umstände zum Unfall. Und dann habe ich noch ein scheiß Gewandel und dann haben wir haben fertig. Wenn es euch interessiert, lest euch einmal ein paar so Fälle durch. Immer die gleiche Story in groben Zügen. Da habe ich jetzt nur ein so ein Beispiel rausgenommen aus Keokuk, Iowa. Also die Amerikaner, die haben auch was drauf. Aber gerade in dem Thema ist bei denen nämlich interessant, die machen das sehr oft und noch viel
noch viel gefährlicher. Die gehen gleich ohne Leitung, gleich ohne Wasser, werden die einfach reingeschickt suchen und vernachlässigen eben dieses Thema Brandbekämpfung. Und auch die Unfälle, die die haben meistens immer genau das Schema. Eingegangen, keine Rauchgaskühlung oder gar kein Wasser am Rohr. Und dann nach 5 Minuten, auf einmal ändern sie die Bedingungen schlagartig, die dann immer noch suchen, dann passiert es, bla bla bla, genau das ist das Thema. Also da Küchenbrand, also das ist jetzt nur symbolisiert quasi, der ist relativ detailliert aufgearbeitet worden, der Unfall. Da hat man auch so ein Modell damals bastelt, zur Animation, wie sich der Brand so entwickeln hat können und warum und wieso, hat man sich da genau angeschaut. Also das sieht man quasi grafisch. Da hinten irgendwo in der Kuchel hat es brennt. Letztendlich, die sind auf, haben da Personensuche gemacht. Was wir zwar schon einer zugute haben, halten muss, sie haben am Anfang 2 Kinder relativ schnell rausholen können. Die sind leider dann auch im Krankenhaus verstorben. Beim dritten sind sie wieder auf, waren zu dem Zeitpunkt immer noch ohne Wasser am Rohr. Also sie haben eine Leitung mitgehabt, waren aber kein Wasser drauf oder auch mit Personalmangel zu tun gehabt, weil in dem Moment keiner die Pumpen bedient hat. Also es spielen immer mehrere Faktoren zusammen. Letztendlich keine Rauchgaskühlung, keiner hat sich ums Feuer gekümmert. Und letztendlich ist dann das dritte Kind, was sie noch gesucht haben, inklusive 3 Feuerwehrleute, sind bei der Geschichte draufgegangen. Gut, also wie gesagt, bitte? Ja, genau. Es soll im Prinzip ansprechen, eben diese Frage, was ist meine Priorität, was mache ich zuerst, und auch das Bewusstsein mitzugeben, wann ich derjenige bin, der den Befehl gibt, was schaffe ich denen an. Wenn ich denen sage, vielleicht ich weiß gar nicht wo, ihr geht da rein, ihr müsst den suchen, dann machen die das. Das ist genauso wie, wenn ich bei einem Auto stehe und sage, du musst die dir jetzt mit dem Spreizer aufmachen, der macht das und der gibt da nicht auf, der macht genau das. Der will das Ziel erfüllen. Und auch da drinnen, der denkt nicht dran, dass da irgendwo das böse Feuer ist, der sucht. Wenn ich aber dem von Anfang an sage, ist natürlich das nächste Problem, ich weiß natürlich im schlimmsten Fall auch nicht hundertprozentig, wo der Brandherd ist. Das ist das nächste. Und wenn ich auf dem Weg dort hin, wen finde, na klar, nehme ich den und tue ihn raus. Aber wir sollten uns schon überlegen, wo unsere Priorität ist und nicht um jeden Preis nur suchen. Und noch klarer wird es vielleicht, wenn ich das noch dazu sage, jetzt reden wir immer nur von Wohnungsbrand, wenn ich jetzt dieselbe Frage noch einmal stellen darf und wir sagen, jetzt geht es um ein Schulgebäude, ein Mehrparteienhaus, in einer Schule brennt es im Keller die Heizung. Werde ich jetzt anfangen, dass ich 15 Klassenräume ansuche oder die alle raushole, oder mache ich vielleicht mit einem Rauchvorhang da oben dicht, schicke einen Trupp rein, der den Kellerbrand löscht und lasse vielleicht alle Leute dort, wo sie sind. Also wie gesagt, es gibt kein hundertprozentiges Schwarz oder Weiß, aber man sollte sich das schon durchdenken und sollte sich in dem Moment überlegen, was schaffe ich denen an oder wo liegt meine Priorität. Ist das habe ich schon richtig verstanden. Das habe ich richtig verstanden. Es geht nur der Titel von der ganzen. Ja. Okay, machen wir uns noch Gedanken. Danke. Jetzt, ich habe gar nicht geschnallt, auf was du raus willst. Da sollte eigentlich Brandbekämpfung stehen. Da ist unser Schreibfehler passiert. Das habe ich noch gar nicht. Okay, passt. Jetzt sind wir dort. Passt. Danke. Okay. Gut. Okay. Nur eine Anmerkung dann. Jawohl. Okay. Das heißt, wir sind fast in der Zeit, wir sind gleich fertig. Nur kurz das Thema tragbare Leiter und Anleiterbereitschaft. Auch da ist oft ein Problem, glaube ich, dass man sich wahrscheinlich viel zu wenig mit der Thematik beschäftigt. Also da wieder, das weiß ich auch von mir daheim. Da ist auch ein Kollege gekommen, auf das habe ich eigentlich hier auch lang keinen Wert gelegt. Und dann hat einer bei uns angefangen, der hat sich mit dem Thema ein wenig auseinandergesetzt. Ein Leiter schnell aufstellen. Genauso Einsätze, was tue ich, wenn ich da hinkomme. Und da steht wirklich einer am Fenster im zweiten, dritten Stock und hinter ihm
brennt, der heiße Rauch kommt raus. Es gibt genug so Videos im Internet zum Anschauen, wo man das findet. Und dann geht es auch wieder um das, wenn ich noch nie so eine Leiter oder sei es jetzt eine 12 Meter Schiebeleiter oder eine vierteilige Steckleiter, die muss ich einmal aufstellen, schnell. Irgendwie so einmal aufgestellt haben wir es alle schon einmal. Aber wenn es jetzt unter Zeitdruck geht und das nächste, wenn ich dann nicht auf der Leiter, alleine auf der Leiter bin, sondern über so eine wackelige vierteilige Steckleiter da zu zweit mit dem oben soll, oder, ich sag, das wären eh schon spannende Höhen. Nehmen wir mal nur aus dem ersten Stock. Ich soll da einen bewusstlosen runterholen über die Leiter. Wir haben das schon mal probiert. Also das sind alles so Sachen, umso mehr Fragen, dass man sich stellt zu dem Thema, tauchen noch tausend andere auf. Wo man vielleicht denkt, ah, das haben wir eigentlich auch noch nie probiert. Was tue ich, wenn es drauf ankommt? Gut, zum Thema Innenangriff ist natürlich die Überlegung, sobald es irgendwo aufgeht, dass ich mir die Leiter vom Fahrzeug anlohne und dass die irgendwo in Bereitstellung liegt. Ob das jetzt das zweite Fahrzeug macht oder so weiter. Das Problem ist nur, wenn der Trupp ein Problem hat und dann muss ich erst die Leiter vom Auto runter tun, oder wenn sich plötzlich irgendwo eine Person zeigt, die ich vorher nicht gesehen habe, vergeht auch wieder Zeit. Wenn ich Leute habe, die gerade eine Hand frei haben, Leiter oben vom Dach positionieren rund ums Gebäude, dass ich sofort bei jedem Fenster anlatern kann. Stirnhäuser haben wir auch schon gehört, das Thema, sind ein wichtiger Bereich im Mehrparteienhäuser, dass ich die Freiheit. Stirnhaus ist ein Rettungsweg. Das Thema haben wir vorher schon gehabt. Muss ich mir überlegen, ich muss schauen, dass ich das möglichst frei habe, weil sonst wird vielleicht aus einem kleinen Wohnungsbrand erfahren wir eine Menschenrettung für 50 Leute, was vorher nicht war. Also das hat taktisch wichtige Priorität. Dann haben wir noch drauf Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Habe ich jetzt bei mir nicht daheim. Wer sowas hat, beschäftigen damit. Auch sowas sollte man mal geübt haben und sich bewusst sein. Da geht es dann ein bisschen in die Thematik Ventilation und so weiter noch genauer ein. Ich brauche auch, wenn ich das oben aufmache, ist noch nicht fertig, ich brauche auch eine entsprechende Zuluftöffnung und so weiter. Also auch zu dem Thema Gedanken machen. Überdrucklüfter können helfen. Sind aber mit Bedacht einzusetzen, hat auch der Christoph vorher schon angesprochen. Also wenn ich sowas mache, wenn ich ventiliere, muss ich zuerst den Korridor schaffen, muss man genau bewusst sein, wo Druck ist hin, wo kommt es rein, wo kommt es raus, und das angesprochen haben an der Einsatzstelle. Zusammenfassend den Faktor Zeit, einfach sich das einmal durch den Kopf gelassen, was heißt das, bringe ich das hin mit meiner Mannschaft, wenn es drauf ankommt, was kann ich tun, um schneller zu werden. Führung und Befehlsgebung trainieren, also wie gesagt, einmal einen ins kalte Wasser hauen und nicht, dass der die Übung ausgearbeitet hat, auch immer einen Einsatzleiter und den Gruppenkommandanten macht. Standardeinsatzregeln festlegen für zeitkritische Einsätze, also wie gesagt, es gibt genug Know-how im Internet, durchlesen, nehmt euch Zeit, speziell auch das am Anfang gut durchzuüberlegen, wie und was, verbaut euch auch keine Wege, wenn es da irgendwas zu viel definieren ist auch immer schlecht. Das macht dann auch immer Unmut in der Mannschaft. Man muss schon einen roten Faden vorgeben, muss aber auch erlauben, dass man einmal links oder einmal rechts abweicht. Weil sonst wird man da wahrscheinlich auch mit der Mannschaft Schwierigkeiten haben. Wenn ich hingehe und sage, ob heute ist so und keiner darf irgendwas anders, kommt immer schlecht. Also man muss da schon ein bisschen einen Freiraum lassen und für gewisse taktische Entscheidungen ist das auch notwendig. Ganz eine wichtige Botschaft des heutigen Tages, das Nasse muss ins Heiße. Das haben wir auch aufgenommen, hat sich glaube ich auch, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Bewusste Entscheidung, da haben wir es jetzt wieder richtig, Brandbekämpfung oder Personensuche. Je nach Situation, beziehungsweise im Zweifel eher Brandbekämpfung einmal sicherstellen. Anleiterbereitschaft sicherstellen, Stiegenhäuser sind Rettungswege. Bevor ich jetzt auf die letzte Folie springe, passt das schon, wer auswendig, was am Schluss jetzt nochmal kommt? Welche vier Schlagworte waren am Ende von jedem Vortrag? Ja? Das ist, ja, okay, das zählen wir auch dazu. Nein, wobei, das ist nirgendwo drauf gestanden. Nein, unten bleiben, Zu- und Abluftöffnungen beachten und kontrollieren, Rauchgase kühlen, Brand bekämpfen. Gut. Dann sind wir da Rennen soweit fertig. Gibt's noch, muss ich irgendwas sagen? Außer in den Hof. Cool. Ja, dann danke, Hannes.